Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir Traverse abgeschlossen und zwar mit Sora und Rico. Und schätze haben wir nur 76% oder 78%, was mich ein bisschen stört. Und ja, ich habe offscreen meine Geister ein bisschen gestreichelt und zwar so lange, bis es mir auf die Nerven gegangen ist. Und ja, einige haben irgendwie neue Titel irgendwie bekommen. Er ist ein Saboteur, er ist ein Kloriker. Bei ihm geht dann irgendwie am meisten auf den Nerven, weil ich immer warten muss, bis die blöde Animation fertig ist, damit ich weitermachen kann. Und ja, das geht mir ein bisschen auf den Nerven. Jedenfalls gucken wir mal, was haben wir hier noch mit dem hier? Was wollte ich hier noch mal haben? Magiehast, ja. Hier ist auch Magiehast, und zwar nur für 30. Gucken wir uns erstmal das hier, ne? Und wechseln. So, keine neue Route aufgetan. Mann. Combo plus. So, 100. Abwehrkraft. Gehen immer Abwehrkraft eben. Frage ist natürlich wieder, bleibt das auch, wenn ich die Viecher nicht bei mir habe? Oder wie läuft das hier? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ach, bei denen steht jetzt hier was. So, hier steht zum Beispiel freigeschaltet. Aber ich habe denn nur einmal was? Ich zweimal Magias bei dem, ich weiß es nicht. Hier steht zum Beispiel gar nichts. Also ja, keine Ahnung. Außerdem verwirren mich einige Sachen in meinem Bericht, den ich hier nachgeguckt habe. Und zwar bei, weiß nicht, Spielstand zum Beispiel, Linksstil, Rico Butzmann benutzt 20 Mal, das kann doch gar nicht sein. Ich habe mich mit jedem Viech bisher nur einmal hier rein irgendwie fusioniert, aber aus irgendwo steht da immer, ist immer eine Null noch dahinter. Weißt du auch? Oder hier, Feuerfluss. Ich habe 280 Gegner mit Schocksturz erledigt. Habe ich schon überhaupt so viele Gegner irgendwie begegnet? Also ja, weiß nicht, was das soll. Ja, Link-Portal Siege 70, Freundschaftsportal benutzt 30, das kann irgendwie auch nicht sein. Hängt da irgendwie so ein paar Nullen ran oder so? Ich verstehe das nicht. Und ja, das verwirrt mich ein bisschen. So, was soll's? Gehen wir erstmal hier zu La Cité de Cloches. Die Stadt des, was weiß ich. Und ja, wir gehen mit Rico als erstes da rein, weil warum nicht? Achtung, fertig, los. Diese Königin schwer war. Oh, hallo. Kommt so ein Bosskampf, ey. Ah, kann, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Okay. Fängt schon mal gut an. Wir direkt mit Rico ihren Bosskampf starten. Kann ich das mal angreifen? Danke. War gleich schon erledigt, glaube ich. Ne? Na komm. Ist weg. Oder nicht, komm. Ich glaube, das muss ich noch mal machen irgendwann, um A zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das schon A ist. Wenn ich hier freigeschaltet habe. So, komm her. War doch Rekordzeit, oder? Ring ist offen. Halt, ja damit. Ob das jetzt A gewesen ist, ich weiß es nicht. Nein. Ah. Dreck, das heißt, ich muss halt irgendwann noch mal machen. Stop her.
What? Hallo, ich bin auch hier. You there? Have you seen a gypsy woman? Nope. Sorry. All right. Das ist ein Zigeuner. Thanks. I'm terribly sorry, sir. We've lost her. Slippery vermin. I'm beginning to question having summoned you back from the wars, Captain Phoebus. Was für ein Trottel. Hinsichtsausdruck. Thank you. You stood up for me. I'm Esmeralda. Riku. And it's not like I know what a gypsy is. Hab ich doch gesagt. Why are they chasing you? Judge Frollo has been hunting us for years. We gypsies are guilty of nothing but loving our freedom. Yet Frollo hates whatever he can't control. Now he's even brought in fresh blood to torment us. I'd hate to know what darkness drives that man. I think I can imagine. Tell me more. Was he always like this? I don't give Frollo much thought. But if you'd like, you could try Notre Dame. They say it's a place for answers. Okay. Notre Dame, so wie in der Glöckner von Notre Dame. Ich habe es nie gesehen, den Film. Nicht mal, worum es da geht, ehrlich gesagt. Ja, quasi Modo, Esmeralda und so. Das sagt mir was. Frodo, Hellfire, richtig geiles Lied. Die leuchtende Linie entlang und füge dabei getroffenen Gegnern Schaden zu. Okay. Ach ja, da muss man so Linien ziehen in der 3DS-Version. So, da ist schon das erste Link-Portal. Wenn ich mich nicht irre, war die Kampfmusik hier richtig gut. Sie hat alle gegen einen 20 Sekunden oder weniger. Kein Ding. Aber doch ein Ding. Ach ja, die Viecher werden, glaube ich, so blöd ab, ne? Ach, da sind auch noch Viecher, geil. Soll ich denn das schaffen? Nee. Ach, hätte ich die jetzt alle erledigt, das wäre so geil gewesen. Ja, ist nur eine Bonus-Ding, was wir ja nicht kriegen. Hele Einbildung, geil. Jetzt kann ich für Sora endlich mal so eine Echse herstellen. Sehr viel länger als 20 Sekunden. Hier komme ich noch mal irgendwann zurück. Oh ja, unser neues geiles Schlüsselschwert, ne? Das sieht auch geil aus, oder? Dieses geile Schlüsselschwert. Ziel. Ja, pf, egal. Da muss ich ja rein. Nee, ne? Doch. Ja, sogar. Ja, wir gucken uns erstmal in traditioneller Kingdom Hearts Fashion um, um Schatztruhen und so einen zu sammeln. Und zack. So, wir hatten da Gravitas eingesetzt, der Antigraf. Wie funktioniert das in dem Spiel? Ach, die werden automatisch gezogen. Oh, da ist ein Rhinoceros. Und so Katzen. Ich wundere, man nichts machen muss hier. So ein Minispiel oder so muss man normalerweise machen, um die erst zu aktivieren. Was? Ich komme nicht. Ach, die haben schon wieder meine Sturzanzeige. Ey. Mir so auf den Nerven, wenn die das machen. Was? Ja, mit den Gegnern kann man das ja machen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Wirklich wie ein Blöder, passiert nichts.
Schon da gerade kommt für die Bonus oder Bonbons? Bonbons, ne? Komm her, du Bock. Bock nicht so rum. Ey, da liegt was. Her damit. So, gucken wir mal, ob wir den einen Geist schon erstellen können. Okay, ja, können wir sogar. Wenn hier schon mal herstellen, damit wir schon Erfahrungspunkte und so sammeln können. Ja, passt. Gerade so noch. Diesen Geist erschaffen. Ich muss mir mal einen Namen ausdenken. Eine Echse. Extremisten leisten, glaube ich, da. Extremist. Boah. Wie nenne ich dich? Irgendein Drache oder so. Oder nicht? Ja, ich weiß. So. Ha. Gut, kleine My Little Pony-Anspielung. Und Babydrache auch, Spike heißt. Ja, boah, die tun sich auf Anime mit mir verstehen. Das ist wie im Fire Emblem Fates, wo man die Charaktere irgendwie in sein Zimmer einlädt. Die tun immer gut gelaunt das Zimmer verlassen. So, du hast gute Fähigkeiten, aber nehmen wir dich erstmal ein. Was soll's? Hey, was geht, na? Ja, was soll's? Ich weiß, man kann auch die Farben von den Viechern ändern, aber lassen wir erstmal. So. Hey, jetzt kann ich noch mal nachgucken. So, ich habe Dingens hier rausgenommen. Hat Katzen-Dingen, wie ich es schon. Und ich habe nirgendwo irgendwie einen Effekt von dem Viecher, so wie es aussieht. Verfügbar, Giftblocken, verfügbar. Habe ich da schon freigeschaltet von dem Ding. Muss halt jetzt schon mal, ja, feststellen. Magier ist ja. Jetzt, weil die Gruppe wieder anders ist. Aber ich kann die immer noch umbenennen. Was habe ich mit dir schon alles gelernt? So, Abwehrkraft. Abwehrkraft, Item Boost und Magias Lichtschutz. Magias Lichtschutz, Abwehrkraft. So. So, Item Boost. Habe ich jetzt zweimal, okay. Abwehrkraft habe ich einmal. Lichtschutz. Auch als einmal, okay. Dann zeig mal. Item Boost habe ich immer noch. Magias habe ich auch noch. Abwehrkraft habe ich nicht mehr. Was? Lichtschutz habe ich auch nicht mehr. Nein. Also ein paar gehen, ein paar, ich verstehe es noch nicht. Okay, was soll's? Also nicht. Ein paar Sachen sind permanent, ein paar nicht. Wird schon herausfinden irgendwie. So. Liegt da noch was? Da liegt noch was. Hallo?
Kann ich nicht so liegen lassen, hallo? So, ich nehme an, ich kann noch nicht dahin, ne? Wir gehen trotzdem dahin. Doch, wir gehen dahin. Wir können dahin, also gehen wir dahin. Obwohl, ich glaube, wir kommen so oder so gleich dahin. So, lassen wir das. Nein, aber richtig. Gehen wir erstmal in die Kirche rein. Oder Zitadelle oder so, glaube ich, alles das gleiche, ne? Bin Atheist, habe ich das schon erwähnt. Who are you? I'm Riku. Oh, my name's Quasimodo. I'm very sorry, but the Archdeacon is away. Actually, I'm looking for a man named Frollo. Do you know where he is? My master? He said he had business on the outskirts of the city. Do you mean you know him? Oh, yes. He's very kind. Master Frollo saved my life. He protects me from the outside world. He protects you from it? The people out there would be cruel to me. I'm a monster, you know. Is that what Frollo told you? Trust me. Looks can be deceiving. A good friend sees you for who you are, no matter what face you wear. Dann spielen wir Kingdom Hearts 2. You should go out there. Find some friends who understand you. Oh no. My master forbids it. I'm not to set foot outside. Are you sure that's what's stopping you? Because I think something else is holding you back. Ask your heart, Quasimodo. I'll check the edge of town. Thanks. Da dran fahren. Take my own advice. Fahren, wir sind nicht in Final Fantasy 15, wo wir mit so einer Limousine durch die Gegend düsen. Okay, Hallöchen. Für mindestens 3 Angriff freien Fluss aus, das ist doch kein Problem. Auch was ich kille, bevor ich mit dem Ding hier fertig bin. Das wäre sehr unfortunate. Wolf. Und tschüss. Ich will eigentlich auf das Not raus losgehen, aber okay. Und die sind die ganze Zeit in der Luft am Fliegen. Ich sollte ja schon Level 8 sein eigentlich, ne? Für diese Welt, also muss ich ein bisschen hier hochleveln. So, und tschüss. Ausgezeichnete. Bring. Na komm schon, gib mir mal ein Rezept oder so. Nur mal ein neues hier haben. Wenn ich nicht irre, dann da ist er auch. Ah, Gott. Also vor. Eiskälte zieht aber auch viel ab, ne? Nein, er läuft rot an. Oh nein, er tut sehr bedrohlich langsam auf mich zu rennen. Er hat schon wieder mein Dings hier. Aha. Erhöht. Also jedes Mal. Ja. Ah. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht nur Button mashen. Aua! Nein, ich will auf den los. Ich auf den da los. Hey. Oh, ich wusste, der kommt direkt.
Weg doch mal endlich, ey. Was mir Angst. Dann eigentlich SP, sind das für Fertigkeiten der Traumfänger oder was? Zack. So, seid jetzt mal alle tot, danke. So, hi, wie geht's denn dir? Quack, quack, ich fordere dich heraus. Kannst du haben. Der Frosch hat mich gerade herausgefordert. Schalte die Traumfänger aus. Nur ganz normal, das hat man noch nicht, ne? Oh, mein Dings läuft gerade ab. Weiß nicht, was das für das Ding hier bedeutet. Ich will doch nicht. Wer von euch ist jetzt denn der Boss? Kommen wir voll nicht mehr klar. Mach mal Platz. Du, ich hab ja noch nichts abgezogen, Alter. Und ja, passiert, wenn wir jetzt zurück zu Rico wechseln gleich. Oh, was? Der kocht mich. Na komm, ich krieg noch kaputt. Alter, guck mal, wie schnell ich mein Dings hier senkt. Wir machen die ganze Zeit so einen Effekt hier. Oh, und ich bin eingepennt. Im Kampf. Boah. Auf Männchen, ja, nehmen wir das mal. Mal noch nicht, ne? Wenn ein gegnerischer Angriff durch die Luft steuert, kannst du mit Stehaufmännchen zurück in den Kampf. Wenn du durch die Luft gesteuert wirst, zurück 4 kommt zu kontern. War nicht schlecht, wenn wir das haben. So, jetzt sind wir wieder auf der Weltcup und die Leitzeiten sind hier richtig gering. So, dann mal mit Zora weiter. Welcher jetzt den Dings bekommt, den Spike, genau. Und nehmen wir ihn aus, weil das Rico only das Ding. So, okay. Ich weiß es noch nicht. Wird schon irgendwie klarkommen. So, steh auf, Männchen. Ich möchte das gern so richtig ordnen. Luftgrätsche. Blocken. Ja, steh auf, Männchen. So. Die Dinger kann man doch gar nicht ändern, glaube ich. Gut. Ach, stimmt. Wir haben ja noch. Oh. Können jetzt ein Ding mehr hier ausrüsten, ne, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Dann haben wir noch hier Saugsturz. Okay, zweimal Schwertwurf, kann ich meinen verkaufen. Ja, Ballon ist glaube ich auch nur, nee, das ist nicht nur für Sora, das ist ja komm, lass mal so. So, wir wissen ja immer noch was. Die wieder alle antatschen, ja, boah. Ja, Schlüsselschwert, genau. Da meine ich irgendwie. Man muss diese Lücke von diesen, von der Klinge da oben mal angucken. Die sieht irgendwie aus wie eine Krone. Ich dachte mal, die Krone, die Klinge selbst soll eine Krone sein. Aber nein. Egal, ist auch egal. Gehen wir nach, ja, wir gehen in eine andere Welt jetzt. Nein. Wir gehen zu Last City the Clash. Ach ja, jetzt müssen wir auch noch dieses Ding machen hier. Ja, habe ich ganz vergessen. Hui!
Wuff. AFL, okay. Sie bis zum Ziel 15 Pfeile. Ja, ich stelle mir vor, das ist ein bisschen einfacher hier mit Zoa. Da keinen blöden Boss besiegen müssen. Jetzt mal X drücken. Weil damit tun wir uns ja auch schnell bewegen. Oh Gott, was war das? Da hätte ich mehr ausruhen können, habe ich so Gefühl. Ja, auch, ja. Ach, verdammt. So, ich muss noch ein paar Gegner töten. Sehr schön. Warte mal, kommt her. Aua. Mein, wir haben zwar viel Schaden bekommen und wir sind gleich tot. Aua. Ach man. Vielleicht hängen ja die Preise irgendwie von dem Rang ab, den wir am Ende bekommen. Kann ich das noch mal machen? Oh. Ja, benötigte Zeit, okay. Zeit, was uns die meisten Punkte gibt, habe ich das Gefühl. No, das sieht hier der Klosch. Die uns direkt die Welt vorgestellt. Aber wir hätten wirklich mit Rico als erstes hingehen müssen. Sonst wäre Anfang ein bisschen unspektakulär gewesen. Hi. Stop. What? Who? Me? I've never seen you before. Your name? I'm Sora. Such disgusting attire. I know what you are. What? Judge Frollo. Sir. What is the matter, Captain Phoebus? Can't you see I am interrogating this gypsy? This kid here? Ein was? But sir, he's just a boy. I shall be the judge of that. Now, Captain, did you have something to report to me, or did you not? Yes, sir. Monsters. They've invaded the square. Monsters? I'll take care of it. Hey, wait! It's not safe! This city is overrun. For decades, I worked to purge the city of those wretched gypsies. And now the streets teem with even more disgusting vermin that threaten law and order. Geiler Auftritt. Oh, perfekt, hier ist ein Speicherpunkt. Warte mal, laden. Bin laden. Ich muss zum Platz. Ich muss zum Platz. Darf ich nicht hier? Okay. Hier ist auch nichts. Nein. Guck mal, was ich hier kaufen kann. So, 7 neue Items, dann lass mal sehen. Habt ihr irgendwelche Rezepte? Manguin Rezept, Floss Fatal Rezept. Alle Rezepte hier holen. Rohrraum Rezept. Direkt mal herstellen am besten. Da muss nicht. Guck mal, direkt was herstellen können, was Neues. Chance auf irgendwas abgewertet. Ja, ist gut. Bang. Ah, wir können diesen Jack herstellen. Oder Bock. Yagi, Bock. Die Sterne sagen, dass wir ihn schon haben, ne? Nehme ich an. Was machen Böcke? Sie sind bockig, aber mal ehrlich, pass bloß auf die Hörner auf. Diesen Geist erschaffen. Ja klar, warum denn nicht? Das wieder einen Namen erfinden. Weiß ich nicht. Was fällt mir bei dem Ding als erstes ein? Das einen haben.
Weiß ich nicht. Ein Bock, Bock, Ziegen, Bock, Bock. Was fällt mir bei Ziege als erstes ein? Da muss ich an den Teufel aus irgendeinem Grund denken. Weiß ich nicht. Hier. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, so Diablo. Oh, wir tun uns auf Anhieb gut verstehen. Boah, sag ich jetzt bloß. Gruppe ändern, mal schauen. Messen wir erst die neuesten hier. Ach, die tun ja mitleveln, wenn ich die herstelle. Ah. Kann ich auch irgendwo. Ach, hallo. Hier kann ich sehen, was ich mit denen alles schon freigeschaltet habe und so. Oh. Charmeur, Charmeur, nicht schlecht. Tun wir mal dich mit dich austauschen erstmal. Und ja, dann würde ich sagen, den tue ich mich so erstmal offscreen kümmern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.